Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dead Island 2, dem Solar DLC. Letztes Mal habe ich schon gesagt, dass ich das in zwei Teile unterteile, diesen Stream. Also der war original 5 Stunden lang. Beim letzten Mal habt ihr den Rest der DLC-Story gesehen. Und heute seht ihr, wie wir die restlichen Nebenquests vom DLC abschließen und einige Schlüsse finden. Ich sage euch im Voraus, dass wir nicht alle gefunden haben. Aber wir haben so viel von dem DLC mitgenommen, wie wir konnten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Okay, jetzt heißt es Schlüsse suchen. Jetzt können wir alles untersuchen. Ich werde diese Waffe sofort ausprobieren. Und ich werde sie wahrscheinlich lieben, weil ich kann mit verschissenen Sägeblättern rumballern. Als ob ich das nicht genießen werde. So, wo wollen wir denn zuerst... Ich würde mal sagen, zur Eco-Lounge zuerst. Dass wir so kreisrum gehen. Ich gehe das Ding jetzt ausprobieren. Wo habe ich es da? Sägeblattwerfer. Die sieht schon lustig aus. Kommt her! Wer ist mein erstes Opfer? Okay, der hat zwei Modi. Antippen erhöht der Gliedmaßenschaden. Bei Vollmagazin kannst du aufladen. Den Rest konnte ich leider nicht mehr lesen. Warte mal. Zum Glück gibt es das VOD vom Stream. Ah. Oh, wir haben den Spiel für 27 bekommen. Wir können jetzt wieder da zurückkehren, ne? Ja, wenn wir kreisrum laufen, kommen wir da doch sowieso vorbei. So, Magazin ist voll aufgeladen. Jetzt kann ich das halten. Und dann kann ich den da komplett aus dem Leben nehmen, ne? Da, probier die Waffe mal aus. Mach mal das Aufladen. Und schieß auf einen. Such dir irgendein Opfer und schieß mal voll aufgeladen drauf. Kriegst Freudentränen. Ja. Lol. Warte, kann ich das sehen? Guck mal, da steckt was an seinem Arm. Oh nein, ich hasse diesen Gegner. Ich mag den Sägeblattwerfer. Ich mag ihn auch. Das ist ein Spezialzombie, der hat einen Schlüssel. Kühlschrankschlüssel vom EG. Gehen wir aus dem Weg. Ja, hier ist doch direkt nebenan ein Schlüssel. Ein Kühlschrankschlüssel. Oh Gott, da. Ja, da, ja, hier war so ein Penner offenbar. Ich habe nur die Explosionen mitbekommen, mehr nicht. Hier, den Kühlschrank können wir ausschließen. Hackmesser des Blutdurst. Ich war im Inventar drin, ne? Kannst mich hochheben. Warte, ich musste mich gerade erstmal selber heilen. Ich wurde gerade wirklich von einem Schlörfer. Danke. Ich hatte. Guck mal, ist dir das auf dem Tresen aufgefallen? Guck mal, hier ist ein schönes Ding gebastelt. Da. So das hier. Ja, das Ding meine ich. Sieht hübsch aus.
So, ich würde einfach sagen, kreisrum hier absuchen. Ich denke mal, hier wird nichts mehr sein an dem Ort, wo wir gerade sind. Ich denke mal, der Schlüssel war gerade das letzte. Ja gut, aber uns fehlt ja noch. Wir könnten ja noch einmal wieder zu den Schränken wieder zurückgehen, weil jetzt haben wir Ja, dazu wir kommen ja doch gemeint. sowieso vorbei, wenn wir hier so kreisrum laufen. Okay. Würde ich mal gerne machen. Ich meine, da ist ja auch zum Beispiel noch was. Wird's hinlaufen. Ja, ich wollte hier zur Eco-Lounge hinrennen. Und zuerst, dass wir halt so im Uhrzeigersinn. Ja. Wenn wir uns aufteilen, finden wir diese Schlüssel-Zombies auch ein bisschen schneller. Yogis Spind erforderlich. Ja, Ja, das. wir suchen Yogi-Bär. Ja, das Areal ist groß. Ich finde es auch schön, wie die Dinger in denen stecken bleiben. Ich habe einen Lounge-Mitarbeiter gefunden. Was bekommt ein Lounge-Mitarbeiter? Ja, bei Der mir. was? Der hat einen speziellen Namen zumindest, aber das ist ein Normalo-Zombie. Anweisungen für Tee. Diese Nachricht stammt von einem verschlüsselten Gerät. Sendererkennung nicht verfügbar. Der große Tag ist gekommen. Du übernimmst heute den Champagner-Service. Pech dir die folgenden Schritte ein und versau es nicht. Erstens, du identifizierst die Gäste, die auf dicke Hose machen. Also alle im Prinzip. Find gut, dass das direkt dabei steht, alle. Du nimmst deren Bargeld und raust ab, ohne dich umzusehen. Die meisten werden kein Wechselgeld wollen, weil sie niemanden sind, die sich als jemanden verkleidet haben. Drittens, du steckst das Wechselgeld ein und bringst es am Ende deiner Schicht. Viertens, ich bringe das Geld nach draußen. Fünftens, ich kontaktiere dich, wenn es sicher ist. Ich habe euch beiden die Hälfte des Safe-Codes gegeben. Dein Teil lautet 65. PS, ich habe noch was für den Notfall drin gelassen. Falls du es nicht brauchst, dann nimm es auch nicht. Sie werden dich filzen. Dann sind wir alle am Arsch. Ja, die Anweisungen für A haben wir ja auch schon längst gefunden, tatsächlich. Ja, warte mal, was hast du da gerade vorgelesen? Anweisungen für T. Wo lag das? Das lag hier auch das lag hier eigentlich direkt neben mir auf dem Boden. Das habe ich aus dem Hoteltypen rausgeprügelt. Unter welcher Seite? Also, hier liegt bei mir tatsächlich nichts. Wie ist das? Sonst sag mir mal, wo unter den Sammlerstücken das ist. Unter Gauner. Oh, ich hab das. Anweisung für T. Hier habe ich automatisch aufgesammelt. Ich bin im Menü. Entschuldigung. Nee, ich meine, du kannst die Sägeblätter auch wieder aufsammeln. Ich weiß. Habe ich sogar schon gemacht. Ja, ultra nice. Gratis schießen können. Macht hier ein Ach, erinnerst Piep. du dich noch, als wir hier die Leute zu Hackfleisch verarbeitet haben? Ich erinnere mich noch an diese Beziehungsweise drei. zu Gehexetem. Ja. Dann kamen diese ekligen drei Gegner daraus, ey. Ja, und dann fingen bei mir die Standbilder an. Ja, schlechte Erinnerung. Ja gut, dann ich weiß nicht, wie wir uns jetzt aufteilen wollen. Ich denke mir, hier wird nicht so extrem viel sein. Also wir müssen hier halt. Oh. Den verzichte ich gerne. Hier ist auf jeden Fall noch eine Sicherung, die wir uns holen können. Ja, da gehe ich auf jeden Fall auch mit hin. Das Ding hat doch durchschlagend, hieß es, oder? Der durchschlagende Effekt ist ultra nice.
Ja, komm doch her! Ah, ich hab dich in zwei Teile gesägt! Ich fand das Solar-DSC auf jeden Fall cooler übrigens als das andere DSC, muss ich an der Stelle sagen. Die Armbrust war zwar ganz nice, es ist ein bisschen schade, dass man das Sägeblatt so gesehen einfach nur als Belohnung für Solar-DSC bekommt. Ich hätte das schon gern wesentlich früher gehabt, das Ding, bin ich ganz ehrlich. Hab ich ihn damit umgedreht? Alter, das Sägeblatt-Ding ist so heftig. Sag es es alle Male. Ich liebe es. Aua, 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 Brutzel, Brutzel. Wurde gerade gut durchgebrutzelt. Dieses Klagelied war aber auch ein krasser Gegner. Oh, hier liegt eine Notiz. Wir beobachten dich. Also hier bei der Werkbank. Hatten wir die nicht mitgenommen? Kann ich dir gleich sagen. Oh, Scheiße! Da war ein Lepra-Zombie, wie es scheint. Das ist Dr. RJ. Das ist der penetrante DJ. Der meint, er wäre der König vom Welt. Ich habe alles reingeballert, was ich hatte. Ich höre, du kriegst gerade einen aufs Maul. Der Lebwatz, ey, kriegt einen aufs Maul. Hey, ist noch, wir beobachten dich? Noch was? Achso, das ist... Das ist wahrscheinlich die Nebenquest. Wollen wir die machen, oder? Ja, gehört ja auch zum DSC. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir die. Aber ich würde erstmal Muni kaufen. Jetzt habe ich nichts mehr Muni. Ist nichts mit Muni kaufen. Der wollte noch einer Nachschlag. Jetzt kannst du Muni kaufen. Das ist eine Suchmeldequest. Oh, die sind ja auch richtig nett, diese Sägeblattscheiben. Die kosten ja gar nichts. Die sind ja richtig billig. Metallteile und scharfkantiges. Lass mich erstmal meine Waffe verbessern, ey. Ich zur Markierung auf der Karte. Dort wartet eine krasse Waffe. Ja, wahrscheinlich ein noch krasseres Sägeblatt. Das ist eine Markierung auf der Karte. Fuck mal. Hat der DJ bei dir irgendwas gedroppt? Nein. Warte mal, mit dem DJ, da war noch irgendwas. Sammlerstücke. VIPs müsste es doch sein. Keine Musikwünsche war's. Ja, das war nur eine Anmerkung, wo man den findet. Aber dass er nichts gedroppt hat. Na guck mal, selbst nach dem Tod war der noch aufgeblasen, der Typ. Fett. Oh, da siehst du den Enten? Hm?
Würde mir gerne durchlesen, hier mit der einen. Schlüssel vom Bühnenmanager. Oh, da lag es. Ja, warum auch immer der da ganz vorne an der Bühne liegt der. Keine Ahnung warum. Aber trotzdem ist es nicht der für hier. Mein Gott, ich brauche neue Siegeblätter. So, ich werfe jetzt mal Köderbombe. Elektro. Und dann würde ich mir gerne einmal kurz die Info zu der Quest anlesen. Verknüpfte Aufzeichnung. Wir beobachten dich. Du hast den Move widerstanden. Wir haben eine Herausforderung für dich. Überlebe, was vor dir liegt, und du wirst mit einem weiteren Vernichtungswerkzeug belohnt. Scheiterst du, reißt du dich bei uns ein. Begib dich zur Markierung auf der Karte. Markierung auf der Karte ist bei dem Zelt da oben. Zu dem Zelt da oben sollen wir hin. Das will ich gar nicht anfangen. Nee, da wird so eine Karte abgebildet und da ist so ein Zombie-Kopf genau auf dem Zelt drauf, wo wir gerade eben waren. Oh, was ist denn das hier für ein Gang? Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Oh, danke für die Schrotflintenmuni, die nehme ich doch gern. Oh, wie so ein Malmer. Ich mache hier gerade die Challenge. Mann, sind hier drin auf einmal viele Schrotflinten. Oh, wir müssen so ein paar. Ja, ich nutze gerade hier den Moment und gönne mir mal ein bisschen Schrotflintenmunition. Haben wir doch schon. Alter, hier sind aber auch einige Fallen aufgestellt. Es hieß doch Herausforderung. Hat sogar eine nach oben gezielt. Ja, die habe ich aber schon ausgelöst. Du siehst die Schrotflinten aber auch nie, ne? Doch. Haben wir zufällig das nächste gefunden? Suchmeldung. Müsste ja ganz unten jetzt sein. Ich mach's mir einfach. Ne, wir haben das Ding, was wir hier finden sollen, noch nicht gefunden. Eine Totenkopfmarkierung. Muss ja eigentlich da drin liegen, wenn da die ganzen Fallen liegen. Was machst du hier eigentlich gerade? Ich hab noch die Karte gerade geguckt. Ich hab doch das Geballer gehört. Achso, ja, da ist mit Zombie in die Quere gekommen. Den Charakter nicht gerade eben gesagt, er hätte irgendwo ein Symbol gesehen. Ach so, hier. Die Kiste hier drin sollen wir uns holen können. Das ist doch noch nicht alles. Herausforderung 1 verbrennen. Hey, da ist nichts drin. Du lebst noch, aber so leicht lassen wir dich nicht davon kommen. Wir haben noch etwas auf Lager für dich. Bei der Markierung wartet die nächste Prüfung. Handschuhwechsel, pass auf Glas gefangen. Die nächste Markierung ist in der Nähe von Grays Haus. Also das nächste ist wirklich bei ihrem Haus ungefähr.
Ah, du meinst. Aha. Gehen wir mal zu der Geldkassette, dann holen wir, dann haben wir hier den Bereich ja eigentlich vom Prinzip her abgeschlossen. Vom Prinzip, ja. War da Danke. irgendwas? Ich habe nichts gespürt. Nein. Guck du mal da drin, ich guck in dem da. Warum kann man denn nicht rein? Bin stuck. Ich bin in dem Haus. Ich war stuck und da war ein Schlechter. Ich war stuck in der Pflanze. Kannst du ihm kommen? Bin auf dem Das ist... Weg. Ach komm, das Spiel ist so verbuggt, ne? Ganz ehrlich. Ich hing wieder in der Pflanze fest. Ich komme. Ach, das Spiel ist so schlecht zum Teil. Oh, das ist Juri! Das ist Juri-Bär! Ich kann dich nicht beleben. Das ist ein Spezialzombie, der dich umgenietet hat. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Scheiße. Fickspiel. Also noch komplett resistent gegen. Ja, alles ist gut. Oh, Yogi. Ja, Yogi Spinnschlüssel. Ich hab doch gesagt, das ist ein Spezialzombie gewesen. Ja. Ein Schlüssel mehr, hoffentlich für den, der hier ist, safe. Ich suche gerade nur den Weg hier rein. Yogi-Schlüssel, den Safe hatten wir ja schon vorhin gefunden. So. Ist hier im Garten noch was? Ne, im Garten ist nichts. Dafür brauchen wir einen Schuhschlüssel von Dezapitis. Wenn du diese Sammlerstücke gutachtest, dann wird ja eigentlich meistens aufgeklärt, wo diese Leute sich rumtreiben. Links ist hier eine Karte drin, also so Problem ein eines Notiz. Toolmanagers. Er hat einen Tobsuchanfall gemacht, Spiegel zerschlagen, Klo. Das klingt für mich ein Hinweis, dass er auf dem Klo gammelt. Das ist aber auch ein toller Hinweis, weil, ja, ein Klo findet das fast jede Ecke. So eine öffentliche Toilette. Nix. Das wär jetzt geil, wäre der da drin gewesen. Ich habe Lou Oh, lol. Labelle gefunden. Haarige Angelegenheiten. Carry mich mal. Von Lou Hinter Labelle. dir! Wir haben ein Problem. Keine Ahnung, ob die Zelte von Steinzeitmenschen errichtet wurden. Aber nach meinen Informationen leben wir im 21. Jahrhundert. Und es gibt keine Steckdosen. Ich muss mir die Haare föhnen. Ich schleppe doch nicht meinen 2000 $ Föhn mit auf ein Festival, um meine Haare dann Luft trocknen zu lassen. Das ist doch absurd. Ich lade ein Video hoch, das im Hintergrund eure Umweltenvergehen dokumentiert. Oder im Vordergrund mein tränenüberströmtes Gesicht zeigt, wenn ihr mich nicht innerhalb einer Stunde mit Strom versorgt. Danke schon mal, Lula. Jetzt darfst du mich retten. Ich habe gesagt, carry mich. Heißt so viel wie ich lese. Was für ein verwöhntes Plagg. Ich sterbe, wenn ich innerhalb einer Stunde keinen Strom habe. Brauchst du ein Stativ? Was brauche ich, ein Stativ? Ja, hier ein Stativ. Brauchst du eins? Nein. Okay, Komm jetzt mal. außerhalb ist hier nichts. Ich meine, warst du in dem Set schon drin gerade? Dem hier noch nicht. Die Tür ist auch verschlossen. Dafür brauchen wir den Jutta-Schlüssel. Alter, dieses Gesuche geht mir so auf die Eier.
Ja, was glaubst du, warum ich nach dem Haus-DLC die restlichen Schlüssel gegoogelt hatte? Ich sag mal so, bei YouTube mache ich auch einen riesen Cut, wo wir diese Dinge einfach finden, ne? Also wir suchen so 20 Minuten, YouTube sieht vielleicht eine Minute davon. Ja, das bin ich auch schlau. Also Dead Island ist halt auch so ein Projekt, da kann ich so viel rausschneiden. Man merkt gar nicht, wie viel ich rausschneide eigentlich. Oh, hier drin ist was. Hier drin war eine Notiz. Okay, ich habe wieder was zum Lesen. Die Yogi-Bock-Methode. Die Yogi-Bock-Methode, ein Leitfaden für Anleitende. Phase 1. Sein Zen finden. Alle Kursteilnehmer sitzen im Kreis, Gesicht nach innen, im Schneidersitz. Mit geschlossenen Augen beginne mit ein paar Atemübungen. Erstens tiefe Bauchatmung. Zweitens atme mit Schulterkreisen. Drittens Hummelatmung. Was ist eine Hummelatmung? Wenn alle die Augen geschlossen haben und aufs Atmen konzentriert sind, geh im Raum umher und sammle verschiedene persönliche Gegenstände ein. Wasserflaschen, Handytaschen, Handys und so weiter. Verstecke diese oder tausche sie aus. Phase 2. Veränderungen umarmen. Bitte die Kursteilnehmenden, ihre Augen zu öffnen und einen Blick auf ihre Besitztümer zu werfen. Lass sie die Sachen identifizieren, die nicht so sind wie zuvor. Wie fühlen sie sich dabei? Frage sie, ob sie den unmittelbaren Wunsch verspüren, zum Vertrauten und Bequemen zurückzukehren. Und warum? Ermutige die Teilnehmenden, die im Raum verstreuten Gegenstände zu erkunden, losgelöst von den Gefühlsparametern meins oder deins. Wenn Sie sich von der Energie eines Gegenstands angezogen fühlen, sollten Sie Anspruch auf diesen erheben und mit ihm an Ihrem Platz zurückkehren. Phase 3. Mit Verlust umgehen. Informiere die Teilnehmenden darüber, dass sie den Kurs lediglich mit den Gegenständen verlassen werden, die sie in dem Moment in ihrem Besitz haben. Und Umgehungsvorschlag: Nicht alles Verlorene kann wiedererlangt werden, aber verloren heißt nicht unbedingt verschwunden. Gewähre ihnen ein paar Minuten im Liegen, mit ihrer neuen Realität zurechtzukommen. Beschließe die Sitzung und bitte die Teilnehmer, in einem Zustand der stillen Kontemplation zu gehen. Also ist das einfach nur eine Anleitung zum Bescheißen, wenn ich es richtig verstehe. Was ist eine Hubbelatmung? Verstehe ich auch nicht, habe ich auch noch nie gehört. So braucht keiner verstehen. Ich glaube, wir sind jetzt in allen Zelten einmal drin gewesen. Ja, wenn dann. Also hier läuft kein Schlüsselzombie mehr rum. Obwohl, vielleicht waren wir hier drin, obwohl das ist der, wo wir nicht rein konnten, oder? Nee, in ein Zelt konnten wir nicht rein, auf jeden Fall. Das war ganz links, aber dafür brauchen wir auch erstmal einen speziellen Schlüssel. Na dann in den Ja. nächsten Bereich, ne? Können ja einmal eben kurz da vorbeigehen, wo die Quest uns hinhaben will, weil vielleicht läuft, ist das darauf folgende ja mitten auf dem Weg. Gib mir mal kurz Schutz, ich gucke mir die Stelle gerade raus. Ja, ich habe so ungefähr die Stelle. Hier an der Stelle werden wir safe nichts mehr finden. Außer hier halt die Quest gerade voranzutreiben. Aus Gesellschaft. Die können mich aber auch nie in Ruhe lassen. Oh, du hast ein Peitsche hinter dir. Ach so, hier. Ich zwinger gerade 10.000 Sachen, ohne es mitzubekommen. Was? Du bist tot? Ja, ich habe von unten irgendwie 20 Schrotflinten gerade abbekommen. Ich erspare dem immer das Hochhelfen, ne? Weil da stehen drei Special Zombies. Ich hab dir mal erspart. Das sind direkt zwei von denen. Warum bist du nicht da reingeflüchtet? Aus Panik. Da drin wartet doch nur der Tod. Ich hab's aber überlebt. Du bist einfach in eine Sackgasse reingesprintet. Ich hatte Angst, lass mich.
Die Kreissäge ist gegen diese Peitsche übrigens übelst schlecht. Hier habe ich übrigens die 20 Schrotflinten ausgelöst. Also wird die Richtung irgendwie stimmen. Da, ich sehe die Kiste. Die ist wahrscheinlich auch leer. Herausforderung 2, Schock. 0. Wir wissen, dass er dich gewarnt hat. Doch seine Hilfe wird bald abflauen, für immer. Er wird einer von uns werden. Sobald deine Seele Körper verlassen hat, werden wir auch dich verschlägen. Ich bin am Lesen! Ja, Mensch! Ich war am Lesen, du Dreckiger! Ja, was, ich hab dir gesagt, geh da raus. Mann, lass einen doch mal lesen! Da kann ich nicht, wenn... Sag dir nur Bescheid, dass da Monster sind. Ich kann da wenig für. Hinter dir. Oh, du Wichser, jetzt hat er natürlich... So, lass mich zu Ende lesen. Die nächste Zeile wurde verhemmt durchgestrichen. Ich will dir nicht wehtun. Ja, guck mal, der nächste Bereich, wo wir eh hin wollten. Jetzt kannst du gleich endlich deinen Schließfach öffnen. Geht in dieselbe Richtung ungefähr. Das war schon mal gut. Genau bei dem Schließfach ist das nämlich das nächste. Hier laufen ein paar Leute hinterher. Und sie sind irgendwie ein bisschen geladen. Hat ja gut gepasst, der Spruch. Hier haben wir auch gar nicht untersucht. Haben wir nicht? Ja, wir haben ja erstmal nach hinten geschoben, erstmal hier die Story bevorzugt. Weil das auch wesentlich mehr Sinn gemacht hat. Es kommen zu viele Zombies, Guck ich mal hier oben drauf. Der hatte Metallica Make-up drauf, der eine Zombie. Oh, ich habe hier eine neue Fertigkeit. Ich habe hier eine Nachricht, die ich gerne lesen würde. Aber erstmal hole ich mir deine Fähigkeit da oben. Wo hast du hier was gefunden? Ach da, Schwinger. Schwere Angriffe lösen eine mächtige Explosion aus und stellen Ausdauer wieder her, verbrauchen aber auch Raserei. Die Sachen, die du hier im Zola DSC bekommst, sind so ultra krass. So, und Nachricht zum Lesen, beschützt mich. Der dritte Marker. Bei neuem Zwischenfall. Ich habe wieder einen Roman vor mir. Also, wenn du auf dieser Website bist, bist du informiert genug, um zu wissen, dass der Zwischenfall in Banoi vor 10 Jahren keine Naturkatastrophe war, wie die Behörden behaupten. Körnige, unscharfe Bilder, die während der Aufräumarbeiten von Archipel geschmuggelt wurden, zeigten Leichen mit bläulich-blasser Haut und entsetzlichen Verletzungen, von denen viele wie Bissspuren aussahen. Viele Mitglieder der Prepper-gläubigen Community sehen diese Bilder als Beweis an, dass Banoi der Ausgangspunkt war. Lass mich das nochmal für alle auf dem billigen Sitzen sagen. Der Ausbruch, auf den wir uns alle vorbereiten, der hat längst begonnen. Der Orden des Orgwe. Ah, wie hat es angefangen? Die Wissenschaft sagt uns, dass es unmöglich ist, zum Zombie zu werden, richtig? Abgesehen von diesen Ameisenpilz-Dings. Aber das kann Warmblüter nicht befallen. Tja, ich habe eine vertrauenswürdige Quelle, die die Antwort gefunden haben könnte. Laut meiner Quelle besitzt eine Gruppe namens Aqua die einzig bekannte Kopie eines uralten Phelum-Folianten, der einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Menschheit beschreibt. Vor Urzeiten hat eine Gruppe Außenseiter in den Büchern als Wanderleute bezeichnet, Kontakt mit den Vorfahren des Ordens aufgenommen. Bei ihrem Besuch beschrieben die Wandersleute angeblich mehrere Marken in unserem genetischen Code im Laufe der Zeit. So erklärten sie, würde jeder dieser Marker eine neue Stufe der menschlichen Evolution eröffnen. Der dritte Marker.
Arcus Heilige Schrift, so sagt mir meine Quelle, beschreibt zutreffend, wie die ersten beiden Marker sich auf die menschliche Evolution auswirken würden. Der erste hat uns ermöglicht, ein komplexes Sprachsystem zu entwickeln. Der zweite erlaubte uns die Entwicklung eines Ich-Bewusstseins. Der dritte wird dem Buch zufolge verschiedene genetische Gaben freisetzen, darunter eine längere Lebenserwartung. Orkwer glaubt, dass dieser dritte Marker degeneriert sein könnte. Statt das Leben der Menschheit zu verlängern, glauben sie, dass er jetzt ihren Tod verhindert. Was lief schief? Was man noch nicht weiß, ist, was überhaupt zur Degeneration des dritten Markers geführt hat. Der Zusammenbruch des Ökosystems? Umweltverschmutzung? Absichtliches Eingreifen? Die Antwort entzieht sich ihnen. Bis ich Bilder von dem Buch bekomme oder Kontakt mit einem Mitglied von Orkwer aufnehmen kann, nehme ich diese Information noch nicht ganz für bare Münze. Allerdings ist der dritte Marker derzeit, nach meinem Dafürhalten, die plausibelste Erklärung, die wir haben. Das ist so eine Erklärung, wie die Zombie-Apokalypse zustande kommen könnte. Ja. Aber ein ewig langer Roman ist das. Das hätten man auch kürzer formulieren können. Das ist Ken, der Rettungsschwimmer. Oh. Schlüssel für die Utopia-Kühlbox, die war hier in der Nähe. Das kommt nicht von uns. Das ist doch gut. Die Kühlbox war hier ganz in der Nähe, das weiß ich. Genau, das war die hier vorne. Das hat eine Karte gegeben, Ramburg. Ram-Angriffe erhalten einen großen Boost für Schaden und Kraft. Verlieren allerdings an Distanz. Zusammenstöße mit Zombies lösen traumatisierende Explosionen auf. Wenn du dieses Rammen nutzt, ist das gut. Da kann man angeblich rein. Zumindest ist da eine Kiste, die man nutzen kann. Aber da ist kein spezieller Scheiß drin. Weiß nicht, wie sehr sich das lohnt. Oh, von hinten. Von rein. Ah, hier hoch. Ja, aber da ist nichts Wertvolles drin. Oh, oh. Echt so, dann hätte ich drauf verzichtet. Ach, du brauchst einen Verteilerkasten. Ach, so einer. Okay, warte. Schrotflinte. Du, geh mal beiseite. Wo ist der Penner? Da. Rastloser Gerinder. Rastloser? Hast du eingesetzt gerade? Das ist der vierte Jürte-Schlüssel. Den braucht mir ganz links. Oh. Oh, ne, Nebenquest. Ja, aber erstmal die Suchmeldung. Das Teil führt uns ja sowieso in die richtige Richtung. Also können wir das auch erstmal nach hinten schieben. Aber wir brauchen eine Sicherung. Ein Verteiler. Jo, hab's gefunden. Ich schmeiß die rüber. Was hast du damit jetzt geöffnet? Das frage ich mich allerdings auch. Hier ist ein Schalter. Ach, damit kann man das Tor hier öffnen. Wow. Ja, das hätten wir wesentlich früher gebrauchen können. Jetzt ist das sinnfrei. Ja gut, dann weiter zu den Schließfächern, ne? Also zu den Spinden. Achtung, hier ist wahrscheinlich wieder alles voller Fallen. Ja, ich sehe die Fallen doch schon. Caustic X. This stuff turns up in way too many places. Okay, ich verstehe schon. Man braucht die Chemiebombe hier. Achtung, Fallen. Achtung, Fallen. Spinden 18. Ich nehme mal eben kurz die Säurekanister und schmeiß die hier raus. Bevor die in die Luft fliegen.
Wahnsinnige. Ja. Hallo? Das ist gute Schrotflintenmunition, die man hier snacken kann. Oh. Kannst mal aufhören, die Fallen auszulösen. Ach, lol. Ich hab die übrigens, ich hab nicht ausgelöst, ich hab die einfach nur entfernt. Und dadurch war, und da waren halt Fässer. Ich bin ja nicht gezielt durchgelaufen, ich hab die ja schon zerstört, aber bei den Fässern kann man dann gar nichts machen. Perfekt. Ach, das Ding hast du gerade eben gesehen. Ach, ist das hier süß, putzig, sieht das lustig aus. Wurden die Weiden hier wieder aufgefrischt? Willi. Müssen wir überhaupt hin? Wir müssen hier die Kiste suchen. Was denn sonst? Alter, wir brauchen richtig viele Spinnschlüsse für hier. Ja, aber ich sehe irgendwie keine Kiste. Aua. Wo ist hier die Schrotflinte? Aber ich kann doch auch. Oh, Spit 27. Lol. Ich habe eine Fertigkeit freigeschaltet. So, die. Achso, Rambock, hä? Die habe ich. Die hast du jetzt erst? Okay, die eine Schrotflinte habe ich entschärft. Ich glaube, in der ist gar nichts mehr drin. Ah, ne, Axthammer mit Laserführung habe ich bekommen. Das war er doch der in der Nachricht. Ja. Ach, der Volltreffervorteil hat man dadurch bekommen. Kopfschüsse durch Waffenwunden oder mehrere schnelle aufeinanderfolgende Nahkampfwaffe gegen den Kopf lösen eine traumatisierende Explosion aus, die herkömmliche Zombies betäubt. Klingt ganz praktisch. Werde ich aber wahrscheinlich nie nutzen. Weg damit. Und weg damit. Zwei Säure-Dinge weniger. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Auch nicht. Ja, geil, ne? Hier irgendwo drin muss eigentlich. Ich sehe die Schaufelte. Direkt erstmal entschärft. Hier muss irgendwo eine fette Kiste drin liegen. Ich hab bis jetzt keine gesehen. Begib dich zur dritten Markierung, steht da doch nur. Ich hab noch einen Säurekanister gefunden, den schmeißen sich erstmal nach draußen. Ja, wir sind ja an der Markierung. Okay, die ist entschärft. Ich find mich noch nicht mehr auf der Karte, wo bin ich? Ach, da bin ich. Der muss erstmal Karten studieren. So, die ist entschärft. Wir können ja eigentlich auch vom Weiten einfach triggern. Wenn wir mit der Schrotflinte drauf schießen, dann sind die getriggert. Ohne dass sie in der Nähe stehen. Oh, hier, den Schrank konnte man noch öffnen, der vor mir hat Gummigeschosse gegeben. Töte Zombies, um beim Aufprall eine kraftvolle Explosion mit deutlich reduziertem Schaden zu verursachen. Warum sollte man das aufpacken, wenn er deutlich reduziert sogar noch draufsteht? Das habe ich gar nicht, beziehungsweise
Habe ich wahrscheinlich sogar schon eingesammelt, oder? Obwohl, mit jedem Schuss beim Aufprallen eine Explosion auszulösen, klingt eigentlich auch nicht so schlecht. Ach, hier, da. Raubtiersprung. Tag? Lebst du in der Vergangenheit? Ja. Anscheinend schon. Ach, hier ist ein Wasserkanister. Noch ein Spendschlüssel. Der hat sich den Wasserkanister direkt genommen. Mach den nicht kaputt, den brauchen wir. Ich kann mir vorstellen, was unsere Aufgabe ist. Alle Fallen zu entschärfen. Nee, nicht das, sondern irgendwie hier dieses Säurezeug auszumachen. Ich hab die Kiste! War die? Na hier bei mir, wir haben einfach nur ständig in die falsche Richtung geguckt. Herausforderung 3, kodieren. Du findest Anweisungen für deine letzte Prüfung hinter der Bahn der Fury Experience. Ich platziere sie dort, wenn du bereit bist. Fury Experience, wo soll die denn sein? Ich habe gar nichts dafür bekommen. Nee, es heißt auch Fury Experience sollen wir hin. Auf der hinter dir, ne? Hier ist ein spezieller Zombie mit einem Namen. Loslassen, Fettsack. Ach, Infantor Malma? Nee, ich meine den Bound. Oh, tatsächlich, ja. Ich sehe es gerade auch. Der hat einen Namen. Ach, warum ist einer von euch schon wieder hier? Wo ist der Penner? Da. Ausgeschaltet. Oh, die. Oh, da. Ich habe ihn aber übelst Schaden gemacht. Oh oh. Ich sterbe. Ja, ich könnte. Ich habe mich gerade erstmal um den Gerinner gekümmert. Oh, ey! Können gleich gucken, was er gedroppt hat. Erstmal den da ausschalten. Der ist ordentlich benebelt. Ja, ich habe ihn gerade vor dem Latz geworfen. So, hier vorne, da liegt doch was Leuchtendes. Türschlüssel vom B&B, das war auch in dem Bereich. Ja, das hatten wir auch irgendwo. Oh, oh. Der hat was im Arm stecken. Und ich habe was in meiner Brust stecken. Der hilft dir hoch. Da kommt was angekrabbelt. Nee, das ist Tinnermäusbar. Sieht man das auf der Karte mit dem Fury-Ding? Skill. Ah, hier, Fury! Hab's gefunden auf der Karte, aber war trotzdem gut, dass wir hinten hingekommen sind. Weil hier war ja ein Spezialzombie. Ja, hier war ein richtig starker Spezialzombie. Solange sie einen Namen haben, ist es mir egal. Das sind die Schüsse droppen. Die suchen mir, der Quest ist offenbar noch nicht vorbei. So, da hinten ist doch 100 pro ein Zombie mit einem Schlüssel. Da gehe ich jede Wette ein. Ja, guck mal, Eclipse Manager.
Wir haben den Manager gefunden, hat und der kann wahrscheinlich one-hitten. Aus dem Weg. Ja, der hat mich gewonnen. Kümmere dich nicht darum, mich wieder zu beleben. Lauf lieber. Alter, haut der den Schaden raus. Ich krieg ihn ja wenigstens noch. Okay, ich habe ihm eine Bombe vom Platz geworfen. Fuck! Da, hier hinten! Richtung Eingang. Ja, vor dir. Eclipsi-Schlüssel. Ja, ein Eclipse-Schlüssel. Ah, dann können wir wieder zurück. Komm her. Warte mal, vielleicht ist ja am Ende noch irgendwas. Vielleicht gammelt da ja auch noch einer. Eventuell habe ich keine Munition mehr. Auf meinem Sägeblatt auch nicht. Ja, die ist billig, die vom Sägeblatt. Ja gut, hier haben wir uns ja noch gar nicht umgeguckt. Von daher. Nee, ich würde schon sagen, dass wir uns umgeguckt haben während des Bosskampfes. Ja, hier ist einfach generell keine Nachricht offenbar gewesen. Oder irgendwas in der Art. Ja, hier war offenbar nur der Eclipse Manager, also hier vorne gab es halt auch kein Zombie. Oh, in ihre Momo. Ach komm, dann gehen wir jetzt wieder zum Eclipse-Schlüssel. Oh, hier ist Labaras. Etwas naht. Bei mir. Warte, kann grad nicht. Hab Kundschaft. Ja, muss ich jetzt aufpassen. Hier. Warte. Was? So, ich hab sicherheitshalber erstmal eine Köderbombe geworfen. Ein semantisches Transkript von Konrad. Lola, es gibt Neuigkeiten. Nicht die spaßige Art, nehme ich an. Ich konnte eine erhöhte Änderungsrate beim DNS-Countdown feststellen. Fuck. Sie wird schneller. Bei wie vielen Testpersonen? Bei allen, global. Es weiß. Möglicherweise. Aber wie kann ich nicht sagen. Aber wenn es die Countdown-Geschwindigkeit erhöhen kann, warum stellen wir die Uhr nicht auf Null? Es gibt noch eine Möglichkeit, dass die Uhr keine Uhr ist, sondern eine Entfernung angibt. Dann nähert sich also etwas. Ja, und es wird schneller. Konrad war ja eine Maschine, deswegen habe ich mal versucht, ein bisschen wie eine Maschine zu klingen. Ja, hier kam jetzt sonst nichts. Wir können wieder zurück. Ach, würden die Schlörfe hier nur rumlaufen, dann wäre das Spiel viel besser. Der Eclipse-Schlüssel ist wahrscheinlich für hier. Der ist für hier, genau, der ist ja für hier. Deswegen sag ich ja. Und ist der. Und der Safe, ist da was drin? Boah, 1500. Oh, Alter, weißt du. Oh, hier ist Munition. Und ja, ich weiß, ich hab's auch gemerkt. Es ist einfach nur schön. Letzte Prüfung. Both of these weirdos need a long talk with a therapist. Ich lese sofort. Begib dich zum Club für den letzten Test. Begib dich zum Eclipse für deine letzte Prüfung. Ja, das hätten wir uns dann ja noch schenken können, da schon mal hinzurennen. Bau nicht drauf, dass du sie über... halt mich auf, bevor ich der Rest der Seite wurde abgerissen.
Von dort kommen wir gerade. Ich habe gelernt, die kannst du tatsächlich echt gut im Nahkampf verprügeln. Man lockt die doch zum Wasser oder irgendwie. Kannst du. Die kannst du echt gut im Nahkampf verprügeln. Wir sind da wie ein nasser Mehlsack. Der haut dich doch einmal richtig. Nö, nee, der kommt tatsächlich nicht zum Angreifen, wenn du die ganze Zeit mit dem Hammer auf ihn einschlägst. Okay. Also wenn ich während ich mit dem Hammer auf ihn einschläge, der trifft mich nicht einmal. LOL! Hä, hey, was war da? Hast du Arsch schon wieder was angezündet? Nein, die wurden von alleine getriggert, questbedingt. Damit hatte ich nichts zu tun. Ja, ich hatte ein Leben mal wieder. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Fertigkeit an. Dass ich jedes Mal ein Leben habe, das wundert mich wirklich. Bist einfach nur ultra lucky. Geh nicht nach rechts. Warum schießt du drauf? Um's zu zünden. Aber die schöne Schrotflintenmunition. Gratis Schrotflintenmunition, wie kannst du nur? Aber die angezündet. Habe ich dich angezündet? Ich habe eine Idee, was ich machen kann. Ladies first, kannst du rausrennen. Oh, hat nichts gebracht. Einfach mit der Schrotflinte durchschießen und alle Pfeilen von hier aus triggern. Da sind noch einige Fäden. Ich habe leider keine Schrotflinte in der Hand. Scheiße. Sollte soweit alle erwischt haben. Was hat mich bitte erwischt? Da war gar nichts. Da kam noch mal ein Schuss von oben, da war eine Schrotflinte offenbar. Und die hat mich direkt am Kopf erwischt. Ja, die hat genau auf dich geschossen. Ja, da war ich. Weißt du, diese Fäden sind nicht ohne Grund da, ne? Jetzt habe ich gerade noch wieder einen Schuss an die Seite gekriegt, ey. Leck mich doch, ey. Bevor du es triggern kannst. Muss man mehr auf diese Seile achten? Ja, achte ich doch! Ja, scheinbar nicht! Ja, doch! Sieht unsichtbar. Weißt du, wie schwarz es da ist? Das sieht man nicht. Nimm dir deinen Preis. Wo? Oh. Nee, das steht da oben rechts. So. Achtung! Da kamen auf einmal wieder so zwei Kanister durchgeschossen. Du meinst diese Sauerstoffflaschen? Ah. Ich hab's gesehen. Ich hab mich sogar da oben drauf versteckt. Da war ich sogar relativ sicher. Ja, ich hab sie noch 5 Sekunden angestarrt, bevor sie in meinem Gesicht explodiert sind. Das war nicht schlau. Hab ich deutlich die bessere Variante gewählt. Jetzt sag bloß, das liegt da drin. In diesem Gang des Todes. Ja, wahrscheinlich. Ich seh die Kiste von hier, die. Ne. Die liegt doch hier irgendwo. Ja, guck mal, die hier hat das ausgelöst. Wo ist unser Preis? Ach, hier oben! Alter! Hast du gesehen, was für tolle Backflips die gemacht hat? Hier. Zu mir. Das Ding macht Autschen. Deine Belohnung wartet. Du hast unsere Herausforderung bewältigt. Wir halten unser Versprechen. Trau ihn nicht. Deine Belohnung wartet im Sinamus. Mois. Übereinander geschriebenes, unleserliches getragen. Ich setze dem ein Ende. Du weißt schon, dass wir angegriffen werden. Ich muss trotzdem lesen. Ja, nicht während wir angegriffen werden. Alter Schwede. Okay, wir sollten lieber abhauen.
In Combat im Gemenge, das schreit schon, dass wir nicht kämpfen sollen, sondern rennen. Die kommen hier wahrscheinlich endlos. Sinnamois. Hinter dir. Und zwar im Doppelpack. Okay, hier, Alter, hier im Gang. Ach, fickt euch, ey. Es ist eine komplette Fallmission, was erwartest du? Nein, das sind überall Gegner. Das Spiel endet in Sinnamois. Ja, das glaubst du doch selber nicht. Ich warte hier vorm Eingang auf dich. Ja, du bist witzig. Das sind überall Gegner. Also Fallen nicht, sondern nur Gegner. Wenn du mir kurz Feuerschutz gibst, dann kann ich sogar nachgucken, wo Sinnamois Bar ist. Geht gerade schlecht, wenn die Gegner dich verfolgen. Achso, da wo wir gerade Bound bekämpft haben. Einfach hier links rum. Ach, den fetten? Das wird Spaß machen, das später zu schneiden. Ich sehe nämlich jetzt schon 4 Stunden. Alter, wer ist der fett? Oh, Kotzbrocken. Ja gut, den brauchen wir jetzt nicht bekämpfen. So. Das Spiel endet hier nicht. Jetzt wird die mit uns heim. Der hat einen speziellen Namen. Bär. Lass mich sehen. Alter! Peitscher, Gier. Ihr verdammten Drecksschlichter. Wen meinst du? Ja, bei mir. Wer hat. Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Ja, der ist auch schon tot. Das war irgendwie ein Schocker, glaube ich, meine ich. Meine Schaufelflinte ist leer. Tourschlüssel für Decapitis. Ein weiterer Schlüssel. Ja, sagt man doch nicht nein. Im Weise voraus, ich nehme den Wasserkanister mit. Da ist der Durchgang. Was für ein Schlüssel waren das? Den wollte ich im Weise voraus nicht mitnehmen. Den du da gerade kaputt gemacht hast, den Wasserkanister. Entschuldigung, wie hieß der Schlüssel? Decapitis. Oh, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo gehört, oder? Raus aus meinem Kopf! Vielleicht wurde ein Zombie erschossen. Oh, ja, wow, das ist ja absolut asozial gewesen. Ich konnte nicht ausweichen, weil Controller, ja, mit Controller kannst du gefühlt gar nicht ausweichen. Aber die Richtung stimmt. Ich. Die Richtung stimmt hier hinten. Ja, hier sind noch mehr Fallen. Auslösen oder einfach rüberspringen? Einfach drüberspringen. War das ein Freund oder ein Feind? Er hat sich jedenfalls die Rübe gut weggeballert. Was läuft da, verdammt, Mann? Die haben Party gemacht, Spaß gehabt, dann plötzlich alles anders. Das pure Chaos da draußen. Die Leute haben sich niedergetrampelt, um zum Ausgang zu kommen. Hast du ihn gehört? Ich bin halb taub und habe ihn trotzdem gehört. Eddie, automatisierte Nachricht. Die Person, die Sie zu kontaktieren versuchen, ist im Moment nicht erreichbar. Ihre Nachricht wird nicht zugestellt. Ich kann Ihnen nicht beschreiben. Klang wie nicht von dieser Welt. Mein Kopf vibriert immer noch und mein Gehör scheint wieder zu funktionieren. Im Pausenraum sollte ich sicher sein. Ich schwitze wie Sau. Kannst du mal den da fertig machen, bitte? Ich schwitze wie Sau. Eine menschliche Heizung. Alles klar bei dir? Wieder die automatisierte Nachricht nicht zugestellt. Er spricht mit mir. Sie sprechen mit mir. Die sollen aufhören. Ich schlage mir einen Nagel in die Schläfe, wenn das so weitergeht. Was passiert mit mir? Ich soll schreckliche Dinge für sie tun. Wir hören den Ruf. Wir sind der Ruf. Die dürfen nicht gewinnen. Wir haben Aufladung bekommen. Ja. Wenn deine Waffe im Waffenrad weggesteckt ist, wird sie ein wenig nachgeladen. Oh. Was hast du jetzt hergeholt?
Hier vor der vor dieser Waffenkiste. Nagelbeißer. Ja, vor diesem Werkzeugkoffer, ja gesagt. Wollen wir dann gleich mal aufhören? Haben dann noch die Nebenquests für uns? Ja, die können wir beim nächsten Mal machen. Für das kleine bisschen noch mal einen Stream. Ja. Na gut, dann machen wir hier mal einen Zwischencut. Ich würde aber gerne noch zumindest zu einem Safe Point hier rennen, damit ich in Ruhe und Frieden hier rausgehen kann. Aber ich für. Haben dann ja nur noch die Nebenquests und die restlichen Schlüsse vor uns. Obwohl, ich glaube, warte mal, es könnte sein, dass wir schon längst alle Schlüsse zusammen haben. Es fehlt nur noch die Indie-Zone, wo wir durchlaufen müssen. Ansonsten waren wir in jedem Bereich schon. Und es fehlt dann nur noch die Nebenquest. Ich glaube, wir haben dann alles. So alle Schlüsse glaube ich nicht. Da fehlen bestimmt noch zwei oder so. Fundbüro-Schlüssel? Der Schlüssel wird wahrscheinlich hier direkt vor Ort sein. Wie gesagt, den Indie-Bereich haben wir als einziges noch nicht untersucht. Ansonsten waren wir jetzt schon überall. Und wir haben haufenweise Schlüssel eingesammelt, die wir noch nicht eingelöst haben. Ja, das auf jeden Fall. Also mich würde es nicht schlüssen, wenn nicht mehr wirklich viele Schlüssel fehlen. Wie vielleicht sogar bei den letzten zwei sind. Ja, du hast... Ja, ich musste ihn wegtreten, der stand an mir dran. Jetzt habe ich kein Leben mehr und ich habe Da ist eine Nachricht drin. Magnetschloss. Ah, hier bei mir. Ich wollte erst draufklettern. Nein, nicht schon wieder ein Gegner, der explodieren kann. Oh, hier war eine Karte drin. Gegenschlag. Genickschlag, Entschuldigung. Mit dir im Bild. Sie werden dich nie kommen sehen. Greife Zombies von hinten mit einer stumpfen Nahkampfwaffe an und erhalte einen großen Boost auf Kraft. Genickschlag und wie hieß es jetzt? Genickschlag. Ah. Also ich sehe nicht, dass viel fehlt. Ich würde den letzten Rest jetzt noch durchziehen. Dann muss man das nicht extra noch in einem weiteren Stream machen. Ja. Ein kleines bisschen. Jen hat einen Vertrag. Ja. Ja, du meinst jetzt wegen der Nebenmission, ne? Es ist halt wirklich nur noch die Nebenquest und die Schlüssel abgeben. Also ja, vieles ist ja nun wirklich nicht mehr. Ja gut, dann sage ich ja nichts. Ja gut, aber ich weiß ja nicht, wie viele Schlüsse noch fehlen. Das kann ja wirklich lange dauern. Wir haben noch so um die 3-4 Schlüsse, die wir noch nicht eingelöst haben. Ich denke nicht, dass der noch viele Schlüsse fehlen. Vor allen Dingen nur hier haben wir die noch nicht aufgesammelt. So, Jen hat einen Vertrag. Summer of Shitty Time. Hier Lisa. Scheiß Umweltauflagen. Wusstest du, dass die Firma Jen damit beauftragt hat, den Müll mit so einer Giftschlöcke zu entsorgen? Ja, hab gesehen, wie sie den Scheiß abgeladen haben. Caustic X. Ich musste in Star Trek rauszufinden, was das für ein Scheiß ist. Neben hat das Gesundheitsamt das durchgewunken. Vera, ich schwöre, mein Cousin, er hat schon davon gehört, zum Militärzeug sein. Und das Militär wird damit wohl kaum ein Musikfestival grüner machen. Und wie kommt ein Festival überhaupt an so einen Zweig? Jen meint, an ihrem Vertrag steht nichts von wegen Chemikalienmanagement. Moment mal, hat Jen einen Vertrag? Insgesamt müssen es damit eigentlich nur zwei Schlüsse sein. Halt der von dem Parkplatz und der für das Fundbüro. Ich glaube, alle anderen Schlüssel haben wir. Schade, dass das jetzt keiner ist. Ah, hier wollte ich die ganze Zeit rein. Gin und Lemon Schlüssel erforderlich. Dann fehlen sogar drei. Ja, guck. Sollen wir die überall alle herkriegen? Finden wir niemals. Hier ist doch eine Indie-Zone-Mitarbeiterin. Fundbüro-Schlüssel. Fundbüro. Okay. Guck. Haben doch den ersten davon.
auf zum Fundbüro, können wir abgeben. Ach, wir müssen ja so rum. Ihr sprintet was hinterher. Der hat dich angegriffen. Fundbüro, Fundbüro. Schon dran vorbeigelaufen. Ich bin schon, ey. Gib mal so negativ. Ey. Ach da. 26 Minuten. Ah, hier muss es irgendwo sein. Hier, Lost and Found. Spitzhacke. Da Messing. Kommt. Da kam Kundschaft. Messing-Ringschlag für den Arsch, also alles. Ja, es fehlten ja noch ein paar Baupläne und es fehlt das ein, noch so eine Karte. Im Indie-Zone-Bereich waren wir damit dann aber komplett. So, ich renne einmal kurz zum Parkplatz. Ja, hier, Freddy. Und, Vola-Crew. Hier sind drei Leute mit Namen. Irgendeiner von denen wird hundertprozentig einen Schlüssel haben. Der Schreier ist schon mal tot. Ja, Freddy auch. Freddy hatte den Studentenautoschlüssel. Ja, und sie hatte nichts. Da war noch ein dritter mit einem Namen. Aber den haben wir wahrscheinlich irgendwo nebenbei eh schon umgenietet. Ja, Freddy hatte den Schlüssel. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Heugabel höchstens bekommen, aber sonst war es das. Ja. Egal. So, einmal kurz aufsammeln. Ich habe eine Schaufel bekommen und wieder weg. Hä, wo war das? Ach da. Das Auto. Das Auto da. Ich habe auch eine Schrotwinde bekommen. Nee, jetzt habe ich keinen Bock auf die. Ich habe zumindest den Kotzpocken weggemacht. Hallo? Du Penner! Wer? Oh mein Gott. Ist nee, von dem lasse ich mir nicht auch helfen. Der hat mich ausgesperrt. Der hat mich ausgesperrt, von dem lasse ich mir nicht helfen. Weißt du, ich wollte durchgehen und du machst mir die Tür vor der Nase zu, während Säure unter mir ist. Dir schmeiß ich gleich auch eine Säurebombe vor die Nase. Ob du mich angegriffen. Kaustikbombe. Wer will sich jemand recht? Ganz dezent vielleicht. Warum wird da dann nur ein Schmal? Nimm das doch mit Humor, kleiner Shining. Hab ich doch. Ich hab mich nie von dir hochreiten lassen. Das ist mein Humor. Schießpulver wieder. So, die Nebenmission. Komm her. Ich gehe erstmal eben kurz den Schlüssel verwerten. Schlüssel. Das war hier hinten. Oh, du wirst verfolgt. Sollen die sich mit der Köderbombe beschäftigen? Ich muss sie eventuell essen, ne? Hier, der Gitarrenkoffer. Brutalität hat er gegeben. Heavy Metal! Schädelstampfer oder Konterangriffe, um den kritischen Schaden und auch die Aufladegeschwindigkeit von Schwierigkeiten schweren Angriffen zu erhöhen. Schwere Angriffe lösen eine mächtige Explosion aus. Ich guck mal, was ich Cooles bekommen habe. Zeit für Heavy Metal! Oh, Heavy Metal, tatsächlich. Hör du die Gegner mal. Das ist eine Gitarre! Das ist eine Gitarre, die zur Axt gemacht wurde. Richtig geil.
So, ich laufe zur Nebenquest dann mal rüber. Ich sag mal, so, mach mir, bevorzug mir die Nebenquest, dann kannst du ruhig essen gehen, dann mache ich den Rest noch eben schnell. Nee, ich esse nicht sonst. Ich brauch nicht essen. Oh hier, plündere die Jurte. Oh Gott! Kann man den Strom vielleicht zufällig ausstellen außen? Generator, oder? Ich guck gerade, ob hier ein Generator überhaupt steht. Aber ich glaube, der ist drin. Hier draußen ist kein Generator. Ah ne, kurzzeitig ist frei. Kannst aber kurz durch. Ah, du bist auch durch. Oh, hier ist eine Notiz. Ein letztes Versprechen. Aua, 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 aua. Lalalala. Mach dir nicht die Mühe, ich stehe in der elektrischen Scheiße. Ja, wie gesagt. Ich stehe in dem Elektro bist. Mach dir nicht die Mühe, mich wiederbeleben zu wollen, wenn ich eh in einem Bereich liege, wo du dich nur selber frittierst. Okay. Da wiederbelebe ich mich. Ja. Ja, dann kommen wir zum Bett, ey. Ja, sobald der Strom weg ist. Lol, was? Mein letztes Versprechen. Maddie, deine Mutter wird es dir mittlerweile erzählt haben. Ich wurde gebeten, meine Sachen in Ordnung zu bringen und mich auf das Ende vorzubereiten. Ich wollte mein Maddie-Mädchen so gern noch einmal sehen. Aber auf ärztliche Anweisung werde ich meine letzten Tage in Isolation verbringen müssen. Seit dem Tod deines Papas war es mir eine Freude und Privileg, mir Zeit mit dir zu verbringen und auf Abenteuer mit dir zu gehen. Ich durfte bezeugen, wie du Angeln, Klettern, Kajakfahren und natürlich die Fotografie gemeistert hast. Die Fotospaziergänge mit dir werde ich niemals vergessen. Ich habe dir über die Jahre ja einiges abverlangt, aber kannst du mir noch eines versprechen? Pass auf meine alte Kamera auf. Wenigstens ein schönes Foto soll sie in ihrem Leben doch gemacht haben. Ich liebe, lebe in deinem Herzen weiter. Dein Opa. Och, wie süß. Oh, wie süß. Wir gehen den Opa plündern. Also, ich habe hier nichts weiter mehr gefunden. Plündere die Jute, heißt es. Irgendwas liegt hier noch. Training. Ja, warte, ich muss um die Elektrizität rumtänzeln. Oh, du hast zwei Sachen jetzt zum Lesen bei mir. Ich hasse Strom. Strom ist in diesem Spiel so ätzend. Ja. Wo hast du was gefunden? Ah, ja. Ich riech daran, ey. Persönlichkeitstest. Link zwei Dokumente. Hast du je das Gefühl, zu größer bestimmt zu sein? Oder dass noch eine bedeutende Aufgabe auf dich wartet? Könntest du recht haben, ich lass das jetzt mal. Da liegt noch irgendwo was. Ja, ich seh's. Glückwunsch, 23.01.73. Oh. Ein Bild von einem Hundi. Ein Händchen? Geil. Wo hast du mit Konrad geredet? Oh. Oh, ich glaube, ich habe jetzt den Strom abgestellt, kann das sein? Hast du den Punkt gefunden? Ja, tatsächlich. Wo war's? Ja, hier außerhalb, also links, direkt, also rechts neben den Toiletten. Ah. Come on, ey. Kumo. Was bin ich, ne Homo? Kumo, come on. So. Homo. Plündere die Jote. Jetzt können wir hier ein bisschen friedlicher gucken. Ohne die ganze Zeit gebraten zu werden. Irgendwas muss hier ja noch sein. Wie kann ich Waffen farmen? Zombie schlachten und Glück haben. Ich hab's gefunden, alte Kamera. What? Nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Warte, warte, warte. Wo hast du die Scheiße gefunden? Hier drin! Die Kamera! Also ja. Zombies droppen oftmals Waffen, wenn du sie zerschlägst. Ansonsten, alle guten also Waffen, die du haben willst, die kriegst du durch die Nebenquesten.
Da kriegst du die guten Waffen her. Ach nee, nicht schon wieder so etwas. Einfach rumrennen und alles mitnehmen, was du findest, Gamer. Ach, wir sollen Eisen sein. Okay, wir müssen die Joten jetzt absuchen. Ich würde sagen, dann machen wir mal getrennt. Oh nein. Was zur Hölle? Wieso kriege ich Damage? Ich habe mir den Schrei in zwei geteilt, ne? Jetzt fressen sie die auf, Alter. Could fit my spare parts in there. Wie gesagt, am besten wir suchen die getrennt ab, dann geht's schneller. Ich hab sogar noch die Ehre, mit einem Peitscher mich zu messen. Echt seid denn? Ah, du auch. Es ist absolut uncool, dass ich mich nochmal mit diesem Vieh messen muss, ey. Dank fürs Follow. Coming Club! Wer hat dir denn gefollow? Dope Shit Gamer. Och, komm. Ich hab eine Leiche gefunden. Sorry, you got oozed, lady. Was? Wir haben doch noch nicht mal alles eingesammelt. Ja, ich hab gefunden, was wir suchen sollen. Okay, das ist gut. No. What monster did this to you? Tell me. I will find them. Mega creepy. Doch, was? Noch was? Okay, wir müssen noch mehr finden. Boah. Ich habe eine Leiche gefunden. Das war's. Oh, schon wieder ein Gegner. Der hat nicht mal Hände. Ich sehe mir den mittlerweile einfach nur die Beine ab, dann können sie mich nicht nerven. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ich hab Schuhe gefunden. In der Jote bist du drin. Eine Jote, wo ein scheiß Peitscher wieder ist. Könnt kotzen, ey. Oh, ein Preis der... Ein Preis des Ruhms habe ich bekommen. Eine Notiz wieder, wenn du zu mir möchtest. Ich habe Zigarren gefunden. Ah ne, ich habe es gefunden. Bei mir. Bei mir ist es. Ja, bin bei dir. Ab dem Punkt, wo wir hier schon 4 Stunden im Stream sind, will ich, sammle ich die Dinger zwar auf, aber ich lese sie nicht mehr. Bigger than us. Bigger than all things.
Steckte gerade Paddy so in den in den Rücken rein, ne? Oder Peggy oder Paddy, Peggy hieß sie, ne? Preis des Ruhms einfach aufgesammelt und weg. Du für die Jurten? Ah, bin die verloren? Am Fusion, Fusion Point. Hinter dir, ne? Ich sehe, wo wir hin sollen, aber wir können einfach hier hinten rumgehen und die Dinger absammeln. Einfach auf dem Weg. Schon wieder ein scheiß Peitscher. Oh, jetzt gehen die mir wirklich auf die Eier. Was glaubst du, warum ich einfach lossprinte? Ich ignoriere die Zombies gerade. Ich will nur noch die Dinger absammeln, die Nebenquests abschließen und dann kann man mit dem Spiel erstmal abschließen. Was hier, Yogi. Ich gehe an Yogi Box Sprint und da war eine schlechter Karte drin. Wilder Sprung, Raubtiersprung, Angriffe bringen Zombies zum Bluten. Töte einen Zombie, um Gesundheit wiederherzustellen und Zombies in der Nähe bluten zu lassen. Hi. Oh, war super sehr wenig Leben. So, von Yori eingesammelt. Da ist das nächste. Mein Gott, piss dich. Übrigens, bei mir war da eine scheiß Heugabel drin, also da ist nichts Besonderes drin. Bei mir war ein Offiziersschwert drin. Oh, haut doch mal ab, ey. Oh. So, nächste Kiste. Bei der Werkbank da hinten. So, Tourschlüssel. Und das Gute ist, hier ist direkt ein Spind zum Sachen weglegen. Endlich. Nagelbeißer weg. Was war das gerade für ein Schwert? Ach, Katana war das gerade. Und Heavy Metal weglegen. Ich leg den Ripper auch jetzt beiseite. Ich habe eine Nahkampfwaffe und das reicht eigentlich auch. So, hier kann man durch einen Lüftungsschacht krabbeln. Im Werkzeugkasten der Produktion. Was war das Teil tatsächlich? Wo ist ein Lüftungsschacht gewesen? Hä? Kuckuck. Hier bei mir. Von der von einem scheiß Zombie angegriffen, von den zwei Schwestern, ey. Einfach hier, einfach hier jetzt auf der linken Seite, da liegt das Ding. Irrer Schraubenschlüssel. So, und wenn ich es richtig sehe, fehlt nur noch eine einzige. Ein einziger Spinnschlüssel, einen einzigen Schlüssel noch abgeben, dann haben wir es. Oh, hier liegt sogar noch ein Schwert rum. Offizierschwert. Alles andere haben wir jetzt schon aufgelesen. Es ist wirklich nur noch der eine Schlüssel. Und die Stelle habe ich mir markiert. So, finde das verlorene Herz am Fusion Point. Das ist das hier. Ein verlorenes Herz. Aus die Pommes ist scheiße.
Okay, wir müssen hier generell rumsuchen. Dann sucht man ein Herz. Ja, ich finde jeden Tag mal ein Herz. Ich habe ein Medikit gefunden. Seht das auch als Herz? Nein. Oh Gott, was ist das denn? Oh, das ist ein Schreier! Oh. Besonderer Schreier. Kannst du mich wiederbeleben? Bin auf dem Weg. Ach, ich habe nicht gesehen, dass das ein scheiß Schreier war. Das war ein Voltec-Schreier. Ja, deswegen meine ich ja. Ich muss übrigens meinen Tee holen. Dude, we're a team. So ein Sack, ey. Da ist noch was anderes Hässliches. Och, ja, was krieg ich für Gegner heute ab? Weg. Und noch ein Ekelhafter. Was? Das hilft nicht. Hier geblieben. Kann die Waffe nicht wegwerfen, Betrug. Tot. Ich würde mal sagen, getrennt suchen klingt am besten. Dann finden wir halt schneller. Ich hab's gefunden. Da. Hier oben ist es also. Jetzt hör mir auf. Weg. Die Viecher gehen mir mittlerweile auch schon auf den Keks. Hier hat das Ding ausgeschlagen, also muss es hier doch auch irgendwo sein. Hier hat er gesagt, das Herz ist so nah. Kann ich hier einfach ein Mutantenherz nehmen und sagen, das ist das Richtige? Unter mir wahrscheinlich. Ich habe ein Kochmesser gefunden. Hat einer von euch ein neues Kochmesser? Ah, da. Zombies in der Nähe. Also ich habe jetzt, während du weg warst, nachgelesen. Also, es ist offenbar ein drittes DSC geplant. Zumindest haben die Entwickler es angeteasert. Nur ist halt kein Veröffentlichungsdatum so gesehen festgelegt. Im Übrigen, die letzte Geldkassette bin ich hingelaufen. Dafür haben wir den Schlüssel nicht, aber es ist auch nicht wichtig, weil da drin eh nur eine Info liegt. Weil es ist wieder ein Büro. So, follow me. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich habe das Ding links gefunden. Warte, was hast du? Letzte Geldkassette? Die letzte Geldkassette, die dann auch ist, also ein bisschen weiter unten von hier aus gesehen, das ist einfach nur, da liegt eine Info. Die können wir komplett ignorieren. Also die bei dem ATM-Ding. Ja, komm, ach komm, das sind ja 100 Meter, die hole ich mir eben schnell. Das Ding können wir nicht, wir haben den Schlüssel gar nicht erst und wir können das sowieso ignorieren, da liegt so oder so nur eine Nachricht drin. Ach so. Ich habe von außen reingucken können. Ich habe das Ding längst gefunden. Wir müssen aber die Zombies in der Nähe wegmachen. Wenn hier ein Zombie in der Nähe ist, kannst du das Ding nicht triggern.
So, weg mit der Hose. Ah, jetzt geht's. Das Ding hier. War ich nicht. Wie kommt mein Charakter jetzt auf Snacks? Was ein Teller. Was für ein Film wird hier gerade geschoben? Mach mich nicht. Eine Karte bekommen. Ja. Nagender Hunger. Fütter uns. Spieße einen Zombie mit einem Waffenwurf auf, um zusätzlichen Schaden über Zeit zu verursachen. Schädliche Statuseffekte durch modifizierte Waffen, die in einem Zombie stecken, bauen sich mit der Zeit auf. Ja gut, finde ich jetzt nicht so praktisch. Nahe der Hauptbühne. Den Mutanten, da ignorieren wir einfach mal. Finde heraus, wo die Stimmen ihren Ursprung haben. Hauptbühne, würde ich mal sagen. Schon wieder so ein Arsch. Ach komm. Ist das euer Ernst jetzt? Boah, das geht mir echt auf die Eier, seid ehrlich. So, alles gut, Doc. Nein! Aus, hier wird nicht gepeitscht. Haben es ja gleich hinter uns, Dark. Die zwei Schuss waren jetzt unbedingt noch nötig, ne? Ja. Man kann denen tatsächlich die Arme abtrennen. Wir müssen die in den Ursprung von diesen komischen Stimmen hier finden. Gleich in einer Werkzeugkiste. Hab mir nur eben kurz ein neues Medikit gegönnt. Ey, jetzt sag nicht, wir müssen den ganzen Scheiß hier suchen. Sieht danach aus, leider. Ich renne rum und ignoriere. Ich habe hier zumindest gerade reagiert in der Richtung hier. Du hast wieder ein Wichser. Ist ein Kratz. Ah, jetzt. Jetzt ist auch. Oh, hier. Ich habe was gefunden.
Ich musste einfach nur X drücken, das ist einfach nur ein Fall auf der anderen Seite gewesen. Halt's Maul. Weg! Aufpassen! So blöd. Danke fürs Umbringen. Ein zweites Mal. Ich hab gesagt, da geht er weg, da ist. Okay, der mal. Wo kommen wir denn da rein? Durch den Vent? Der führt da nicht rein. Doch, da führt hier noch einen anderen Weg durch. Ein anderer Weg. Hier kommt man rechts raus, doch. Muss einfach einen anderen Weg. Rechts? Genau. Wir ändern die Körper zu den Stimmen. Ja, der schießt über den Zaun. Freie die Stimmen. Oh, das war so klar. Es war so verdammt klar, dass wir gegen den sagen müssen. Gegen zwei? Der eine ist nur normaler. Säure ist gegen die tatsächlich ultra effektiv. Zwing. Da ist noch so einer. Oh, erstmal Medizin spritzen. Noch ein Arsch. Habe ich doch gesagt. Dein Arm ist auf jeden Fall ab. Wie geht die Muni aus? Ausgewichen. Die nächste Waffe, die keine Munition mehr hat. Alle meine Waffen haben keine Muni mehr, außer der den Sägeding und der Armbrust. Alles andere ist leer. Ich hasse alles. Oh, jetzt ist er tot. Oh, die Krallenhand. Nebenquest abgeschlossen. Hart endlich. Und schnell. Führe einen Spezialangriff aus, während du diese Waffe ausgerüstet hast. Hose runter, um einen beweglichen Boost zu erhalten und für kurze Zeit kritische Treffer zu verursachen. Wir haben es geschafft, Doc. Ja, es fühlt sich wie eine Befreiung an gerade. Kriegen wir noch mal Gesellschaft. Ah, schon wieder ein Grenadier. Oh, hau ab. Oh. Hilfe! Ich bin in Vietnam hier. Vietnamkrieg. Will ich raus? Ach, man muss vorne raus. Explodieren. Ich habe ihn in die Wand gekriegt. Oh, hier ist eine Notiz. Doc, guck mal. Guck mal, was ich geschafft habe. Ja, habe ich gesehen. Habe ich ihn aufgeschlitzt. Das war mein Meisterwerk. Sogar ein sicherer Ort. So,
Ja, einmal einfach zu Grace und da können wir dann auch endgültig fürs erste Mal beenden jetzt. Guck, dann müssen wir keinen weiteren Stream jetzt dafür mehr machen. Gott sei gedankt. Also irgendwo ist noch eine schlechte Karte offenbar, aber ich habe jetzt wenig Lust, den Zombie noch zu suchen. Und für eine Karte renne ich jetzt nicht hier nochmal über die ganze Karte hier drüber. Also dann. Nachher ist das wieder so eine schlechte Karte, die man nicht ausrüstet. Eben. Also, ich habe auf jeden Fall gerade, wie gesagt, während du weg warst und ich eh warten musste, nachgeguckt, ob ein weiteres DLC geplant ist. Die Entwickler haben gesagt, ja, es ist noch eins in Planung. Sie haben halt nur kein festes Datum dafür gelegt. Aber es ist noch eine dritte Erweiterung geplant und das soll dann wahrscheinlich auch tatsächlich die letzte werden. Ah, das ist ja schon mal schön zu hören. Also zumindest nach Review hier, was mit den Entwicklern Gespräch gab nach dem Solar DSC. So, hier können wir dann jetzt auf zurück zum Hauptmenü drücken. Ja gut, Leute, das war's mit dem Solar DSC. Keine Ahnung, wann das dritte geplant ist. Ich habe das wirklich schon gegoogelt. Und es wurde angeteasert, dass es noch ein drittes DSC geben wird. Es ist halt nur kein Veröffentlichungsdatum raus. Dieser Stream ist übrigens am 7.7. Und ich habe den höchstwahrscheinlich in zwei Teile aufgeteilt, weil der 5 Stunden lang geht in der Stream. Tatsächlich dieses Mal aber wesentlich flüssiger als beim letzten Mal, wo es nach einer Stunde schon rumgespackt hat. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like später bei YouTube da lassen. Ein Follow bei Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle dann schon mal als erstes. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag.